Metal-Leute, servus und herzlich willkommen beim Drachenlord. Weißt du, was Retro ist? Gib dir mal was, was Retro ist. Das ist genau die Scheiße, auf die ich Bock hab. Weil ich dick bin und weil ich der Kaschmar bin zu euch. Metal-Leute, servus und herzlich willkommen beim Drachenlord. Oh yeah. Wo ist deine Shisha? Die steht im Badezimmer. Ich lutsche dir. Das bezweifle ich sehr. Danke, Basti. So, hallo Drachenlord. Alter, wenn du nicht Lord schreiben kannst, dann lass es bitte. Wie weit bist du mit deinem japanischen Badezimmer? Nach wie vor habe ich nicht angefangen damit, weil es zu viel Kohle kostet. Habe ich aber schon 100 Mal gesagt. Drachenlord, meine beste Freundin will mir mit dir schlafen. Was soll ich tun? Was, meine beste Freundin? Keine Ahnung. Ist doch ihre Sache, was sie machen will. Und dann sagt die Dachi, sagt die Machi zu der Dachi, ey Dachi, jetzt bist du da, Machi. Was, ich will dich in mir, bitte. Ja, dann komm halt vorbei, dann schauen wir mal, was wir hinkriegen. Gib mir bitte deinen Liebessaft. Lefty Erde, ich hab dir schon gesagt, wenn du unbedingt meinen Saft haben willst, komm vorbei, dann zeige ich dir, dann gebe ich dir meinen Saft. Er kommt gerade von der Arbeit. Nee, schön wär's. Musst du heute zur Arbeit? Nee, leider nicht. Was arbeitest du? Ich arbeite das, was ich arbeite. Magst du Oliven? Nee, ich mag keine Oliven. Drache, hast du mal ein Haus verputzt? Ein Haus nicht, aber ich habe schon Wände verputzt, ja. Wie war dein Tag? Ja, naja. War super. Machst du manchmal Liebe vor Zeugen? Natürlich, immer, Alter. Den ganzen Tag, Alter. Ich füge den ganzen Tag, Mann. Und das immer vor Zeugen, logischerweise, Alter. Sonst macht's doch keinen Spaß, Alter. Wo bleibt dann deine Freude, wenn man nicht vor Freunden vögelt oder vor Zeugen vögelt? Drache, wie war das Prostata-Gerät, das dir die Hater geschickt haben? Das war klasse. Hätte zwar ein bisschen intensiver noch vibrieren können, aber ansonsten war das spitze. Bist du gerade aufgewacht? Nö, tatsächlich nicht. Ich bin schon seit Stunden wach. Ich war sogar schon bei der Polizei heute. Aber, bin halt so müde. Wieso bei der Polizei? Ach, wegen der Sache mit meiner Haustür. Sind die Hater ganz, was jetzt besiegt? Ja, ich denke schon. Die hatten sowieso nie eine Chance. Was ist dein Traumauto? Mein Traumauto ist eine Dodge Cobra. Was macht die Liebe so? Die Liebe ist tot. Magst du Kartoffeln? Ja, ich mag Kartoffeln. Ich weiß nicht, wie ich es dir noch anders sagen soll. Wenn du mich unbedingt willst, dann komm halt einfach vorbei, Lefty. Ohne Scheiß. Oder Lifty. Wie heißt denn der jetzt eigentlich, oder die Person? Ist das eigentlich eine Frau oder ein Kerl oder keine Ahnung? Würde ich gerne mal auf deine Haare wuscheln. Ja, das kenne ich, das sagen schon mehrere. Was ist los? Ich weiß nicht, irgendwie funktioniert mein Gehirn gerade nicht. Keine Ahnung, was gerade mit mir los ist. Oder war, jetzt geht's mir gerade wieder ein bisschen besser. Es war, ich weiß auch nicht. Wenn es nach mir gehen würde, würde ich eigentlich gerne in die Sauna gehen, aber alleine habe ich keine Lust. Ich will eigentlich demnächst jemanden mitnehmen, der hat aber gemeint, der will erst morgen mit. Und ja, kein Plan. Wir buddeln deinen Vater aus. Ja, das kannst du machen, wenn du meinst. Der haut ja auch im Tod noch eine aufs Maul. So, so oft Sauna ist das gesund. Tatsächlich, ich habe mit meinem Arzt gesprochen. Mein Arzt hat gemeint, es ist eigentlich völlig egal. Wenn du in die Sauna gehst, kann es zwar auf die Fruchtbarkeit schlagen, aber halt nur in dem Zeitraum, wo du in der Sauna bist und da bist du so ein paar Stunden Nachwirkung oder Tage Nachwirkung oder was hat es. Ist aber kein dauerhafter Schaden, der da entsteht. Also eigentlich ist es nicht schädlich. Wie oft benutzt du dein Gerät? Wenn du mit meinem Gerät meinen Penis meinst, etwa 5-mal täglich. Was wollt ihr eigentlich dauernd mit einem Holocaust, Leute? Hubert C., meinst du, Marcel D. Davis hat 1 und 1 zusammen zählen lassen? Zählen kann. Was? Warum sollte mich das interessieren? Was wollt ihr jetzt mit eurem 1 und 1 Gedöns plötzlich? 1 und 1 oder Telekom? Du Pfosten, 1 und 1 ist Telekom. Ihr könnt übrigens gerne mal ein bisschen liken, wenn ihr Lust habt. Wo kaufst du so deine Klamotten? Meine Klamotten? EMP vor allem. Ich kaufe meine Klamotten hauptsächlich bei EMP oder in einem speziellen Katalog halt für Männer mit ein bisschen korpulenterer Figur. Wie oft gehst du duschen? 2-mal täglich eigentlich, vor und nach dem Schlafen. Der lügt! Ja, natürlich lüge ich, weil du auch weißt, wie oft ich duschen gehe, Alter. Nächstes Mal beim Duschen nehme ich dich mit. Aber mein Bild ist heute auch mega schlecht, wa? Magst du Formel 1? Ja, gelegentlich schaue ich das schon mal ganz gerne. Aber ich bin, wie gesagt, eigentlich mehr ein Fan von Kampfsport. Ich hätte irgendwas gerne, was mir den Arsch aufreißt. Ein bisschen Stimmung macht gerade. Erdbeeren, Zitronen und Delfine, was? Und das für eine Kombination. Alter, was hier für ein Scheiß gerade abgeht, Mann. Heute hat sich mal wieder der ganze Abschaum versammelt, wa? Weil es ist einfach für den Arsch heute. Ich bin echt, mir geht's halt echt so dreckig. Dann würde ich sagen, das war's dann soweit von mir. Ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. LXTV, hau rein. Bin heute ein bisschen lahmarschig drauf. Keine Ahnung warum.
Naja gut, ich wünsche euch was. Haut rein. Ciao, Leute. Ach ja, mein Spruch darf ich nicht vergessen, ne? Metal on. Bye. Ja, mal an alle Fans jetzt gerade, die gerade zuschauen. Es gibt hier jemanden, ne? Der nennt sich Drache. Warte mal, der hat irgendeine Zahl. Was hat denn der für eine Zahl jetzt gehabt? Ich schau mal kurz mit rein noch, Moment. Der hat die Zahl, Moment, ich schick's euch einfach mal hier als Link. Meldet den Typen bitte mal. Das ist jemand, der mich gerade voll imitiert und alles und der hier alle Videos von mir abspielt. Und ich würde es bevorzugen, wenn ihr diesen Typen mal melden würdet. Der geht nämlich her und tut komplett meine Rechte und meine Inhaber, wie heißt das Ding machen? Jedenfalls so ein Spacki, das brauchen wir echt nicht hier haben, oder? Hätte ich mal gesagt. Was, wir sollten dich melden, Drache. Nicht mich, den anderen Typen, den Typen hier soll dir melden. Der versucht mich hier zu imitieren und mir hier einen schlechten Ruf oder was weiß ich zu machen, keine Ahnung. Aber Moment, war das jetzt überhaupt nicht schon drin? Jetzt sehe ich gerade selber meinen Link nicht. Drachenlord 95502 hat er. Unterstrich 95502. Die versuchen bloß wieder ihre Aufmerksamkeit zu bekommen und da sie die jetzt nicht mit durch Drachenvlog bekommen, wollen sie es jetzt durch einen Stream bekommen. Es ist aber echt lächerlich eigentlich. Muss ich ganz ehrlich sagen, das ist echt bedauernswert, also das ist echt jammervoll. Leberwurst oder Fleischkäse, weder noch. Ich habe jetzt auch nicht vor, eigentlich groß weiter zu streamen. Wollte jetzt eigentlich dann langsam aber sicher mich auch hinlegen. Das Lied lassen wir jetzt noch fertig laufen von vorhin. Und dann bin ich auch langsam schon wieder weg. Rein, du bist zu arrogant. Ich bin arrogant, weil ich nicht will, dass jemand mein geistiges Eigentum verwendet. Ja, definitiv. Ja, auf jeden Fall. Ich denke, dass das früher oder später alles rausfliegt. Ist der Moderator noch da? Moderator, bist du noch da? Da gibt's jetzt noch jemanden, ne? Jetzt hat er unter einem anderen Namen streamt er jetzt weiter. Jetzt streamt er unter einem anderen Namen weiter. Und zwar unter Rainer Winkler 89827. Soll ich den direkt nochmal melden? Das gibt's doch nicht, ey. Der Moderator ist schon wieder weg, oder? Rainer, warum streamst du, wenn du keine Fragen beantwortest? Weil ich jemanden raushauen wollte, der mein geistiges Eigentum verwendet. Also meine Videos und so weiter. Na gut, wie auch immer. Dann würde ich sagen, das war's soweit von mir. Ich danke euch fürs Zuschauen und wie gesagt, ich bin jetzt schon wieder raus. Ich wollte eigentlich jetzt auch gar nicht mehr streamen eigentlich. Bin jetzt nur dazu gezwungen worden. Dann mehr oder weniger. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal, wie gesagt, wieder mit dabei. Und das nächste Mal streamen wird erst nächste Woche sein, denke ich. Am Wochenende wahrscheinlich irgendwann. Vielleicht auch ein bisschen früher, das kommt jetzt ganz drauf an. Auf die Partnerschaft warte ich jetzt noch. Und wurde jetzt für die Partnerschaft eingesetzt und so weiter. Also da hat sich jetzt eigentlich was getan. Und jetzt bin ich mal gespannt, wann die Partnerschaft hier übernommen wird. Gut, dann danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und haut rein. Ciao, Leute. Ach so, mein Spruch soll ich nicht vergessen, ne? Metal on. Das wird sich noch ein bisschen dreckig. Ansonsten werden wir uns spätestens am Montag wiedersehen.